Shalom Aleichem, wir setzen fort unsere Tanja-Shiur und wir erklären heute, was ist diese Schwur, dass unsere Neshama Eloki, dass unsere göttliche Seele bekommt im Himmel und im Bauch von Mutterleib. Was sagt man dem Mensch? Man sagt ihm, sei gerecht und sei nicht böse. Und sogar wenn die gesamte Welt sagt, dass du ein Gerechter bist, sollst du dich selbst wie einen Bösen betrachten. Das ist im Prinzip drei Schwuren, die man verteilen kann auf zwei. Was heißt das? Das sind zwei Schwuren, wo der erste Schwur hat zwei Teile. Was sagt man? Sei ein Tzaddik und sei nicht ein Rascha. Stimmt? Sei ein Guter und sei nicht ein Böser. Aber später sagt man, auch wenn die ganze Welt sagt, du bist ein Tzaddik, du bist ein Gerechter, du bist ein Vollständiger, du sollst in deinen Augen betrachten, nein, ich bin nicht so, wie man mir nimmt als Tzaddik, ich bin kein Tzaddik. In meinen Augen bin ich Rascha, auch wenn die ganze Welt sagt, du bist ein Tzaddik. In deinen Augen bist du Rascha. Wir werden heute in unserer Shiur erklären, die erste Teil von dem Schwur. Was bedeutet Tihi Tzaddik? Sei ein Tzaddik, tu das Gutes. Und was bedeutet Al Tihi Rasha, sei nicht böse? Man braucht das einmal zu erklären. Man braucht das einmal zu erklären, in dem Moment, wenn wir heute erklären ganz genau, was ist Tzaddik und was ist Rasha. Lass uns erklären, was ist Tzaddik und was ist Rasha. Tzaddik ist ein Mensch, der nicht so wie Standard von den Menschen. Er ist über die Menschen. Du siehst Edelkeit, Feinheit, Göttlichkeit, Besonderheit. Adam Muram Me'am. Was heißt das? Ein Mensch, der erhoben ist vom ganzen Volk. Ein Mensch, der erhoben ist als die normale gesellschaftlichen Standard. Das ist ein Mensch, der herrscht komplett sein Gefühl und sein Trieb. Okay? Also behalte im Kopf, Tzaddik ist eine der absolut hundertprozentige Steuerung, Kontrolle über seine Gefühle und über seine Triebe, über seine Leidenschaft, über seine körperlichen Neigung, über seinen Charakter. Bei ihm ist 100% Kontrolle. Gedanken, Reden, Handeln. Aber ich würde zwei heute nennen. Gefühle und Triebe. Okay? Gefühle und Triebe. Er ist ein Mensch, der komplett herrscht seine Gefühle und Triebe. Seine Gefühle und Triebe sind nicht für ihn, sondern seine Gefühle und Triebe sind für wem? Für Gott. Für Hashem, für Gott. Und deshalb, wenn Hashem will etwas und ein Tzaddik etwas, wem hört Gott? Das, was Hashem sagt oder das, was der Tzaddik sagt? Was heißt das? Dass der Tzaddik etwas sagt und Hashem wird es dann erfüllen. Ein Tzaddik wird das sagen und Hashem wird das erfüllen, das, was er sagt. Und das werden wir heute Step by Step lernen. Ein Tzaddik ist einer, der macht das Gutes und er macht nicht das Schlechtes. Ein Tzaddik ist einer, der erhoben als die Menschen. Ein Tzaddik ist mehr als alle gesellschaftlichen Standard. Und er macht immer Lifnim Mishurat Adin. Er sucht nicht nur Gerecht und Gerechtigkeit, sondern er ist bereit nachzugeben. Hast du recht? Alles okay? Die Sache ist wichtig, nicht ich bin wichtig. Er ist nicht rechtsüchtig, sich zu zeigen, ich bin im Mittelpunkt, sondern Gott ist im Mittelpunkt. Und er gibt nach alle Sachen, was bei ihm, er ist Yerech Shamayim, er ist Gottes Fürstig. Und er macht die Mitzvot nicht so Routine, regelmäßig, weil man muss. Jede Mitzvot, was er macht, macht er mit voller Andacht. Er ist dabei. Was heißt mit Dekdek bei Mitzvot? Mit Dekdek genau bedeutet haargenau.
Es gibt eine Sidur auf Deutsch und steht geschrieben am Anfang, man muss langsam pünktlich davnen, Punkt asoi, wie man zählt Geld. Okay? Ein Tzadik ist einer, dass wenn er betet, das ist nicht jetzt babbelt und mammelt, bis das Gebet geht vorbei. Medakdek bei Mitzvot bedeutet, er wird gucken mehrere Mal, wie ist die Tfilin, er wird gehen in Mikwe, er wird geben Zdaka. Jeden Mitzvah ist bei ihm ganze Welt, weil dadurch hat er Kontakt zu Hashem, er ist ein Tzadik. Er macht das nicht, um zu sagen, ah, ich habe einen schönen Etrog, Zitrusfrucht für Sukkot. Die Zitrusfrucht ist ihm wichtig, auch wenn er ist alleine, so wie der Baal Shem Tov ist in Türkei, im Wald, sucht er am Rosh Hashanah Shofar zu blasen, 100 Mal. Er sagt nicht, ah, ich bin im Wald, jetzt gibt keine Synagoge, es interessiert mich nicht. Nein, Hashem ist mit dem Tzadik immer, überall, in jedem Zustand, in jedem Ort, wo er es befindet. Okay? Ein Tzadik hat eine tiefe Glaube. Was heißt tiefe Glaube? Steht geschrieben, Tzadik, Sheva Pamim Ipol Vekam. Ein Tzadik wird 7 Mal fallen. Was? Ein Tzadik wird 7 Mal, hörst du? Ja. Du kannst ruhig gehen ins Zimmer, kein Problem. Ich schaue ein Foto. Was ist? Foto. Foto nicht jetzt, später, bitte. Jetzt Entschuldigung. Ist, brauchst du nicht zur Entschuldigung, ich zwinge niemanden zum Lernen. Lernen ist ein Privileg, ist eine Freude. Willst du lernen? Bitte schön. Willst du Licht? Ja, ich will lernen. Okay, sehr gut. Also, Tzadik ist eine, der hat viel Emunah. Und deshalb, wenn jemand will sich in dieser Welt Glaube haben, muss er sich an einen Tzadik anhängen, sonst hat er keinen Kontakt, hat er keinen Benzin in sein Leben. Weil wir haben keine reine Glaube. Dann müssen wir, genauso wie am Chanukka, hat man genommen das Öl in eine Siegel von der Kohen Gadol, von der Oberpriester. Warum braucht man ein Siegel von einem Oberpriester? Weil der Oberpriester ist ein Tzadik, ist der größte Tzadik, was war damals in Jerusalem. Der hat gelebt in Jerusalem, nebenan dem Tempel. Der hat 80% von seinem Leben gegeben für den Bet HaMikdash. Also deshalb, seine Öl, seine Kraft ist für uns gut. Okay. In die Torah steht 2 Mal das Wort Tzadik. Einmal bei Noach. Ich Tzadik Tamim, das Noach war ein Tzadik. Warum Noach war ein Tzadik? Weil Noach war ein barmherziger Mensch auch auf Tiere. Er war nicht grausam. Okay? Also über Noach steht geschrieben, dass er war ein Tzadik Tamim. Auch über Mashiach wird kommen, steht geschrieben, Mashiach wird sein Tzadik. Das steht geschrieben in Prophet Zecharia, Kapitel 9, dass Mashiach heißt Tzadik. Also Noach heißt Tzadik, Mashiach heißt Tzadik und der Ebischter heißt auch Tzadik. Woher wissen wir? Steht geschrieben, Tzadik Hashem, Bechol Deroch, auf jeden Mal, wo wir sagen Ashrei, Ashrei Yoshev Beitecho, was sagen wir? Tzadik Hashem, Bechol Deroch, also wer ist Tzadik Hashem? Steht noch einmal in Kapitel 119, Pasuk 137, Tzadik Ata Hashem Veyashar Mishpatecha. Was lachst du? Das Hashem ist Tzadik? Tzadik Atama. Das ist Tzadik Atama, ich frage über den Tzadik, über den Mensch. Das ist von Moshe Rabbeinu. Okay? Also, 3 Mal in die Tora kommt vor das Wort Tzadik. Bei wem? Bei Noach. Bei Noach. Ja. Bei Mashiach. Bei Mashiach und? Bei Hashem. Das heißt, du siehst 3 Mal in die Tora das Begriff Tzadik. Tzadik von Noach, der ist auch zuständig auf alle Tiere. Mashiach, der kümmert sich auch auf alle Menschen. Und Hashem, der obere Tzadik, der größte Tzadik auf die ganze Welt, der sucht auch Recht und Gerechtigkeit. Tzadik ist auch eine, Shematzdiket Hashem. Was ist Matzdik? Dass er gibt Recht in Gott. Also egal was passiert, Tzadik hat Hashem, wie Hashem ist Patecha. Tzadik ist eine, der Schwert ist nicht für Gott. Der sieht Gott in wahre Augen. Er duzt ihm, weil er keine Angst vor ihm hat, weil er sich gut benimmt. So wie Abraham, so wie Moshe, die können mit Gott auch konfrontieren.
Weil die sind ein Teil von Gott. Die sind Tzadikim, die sind die Filiale von Gottes Tzadik in dieser Welt. Also die vertreten Gottes Botschaft, Diplomatie zu machen in dieser Welt. Okay. Jetzt. Im Judentum, wenn man will sagen, eine Tzadik, einen Begriff, nennt man Josef. Und man nennt Josef Josef Tzadik. Wieso gerade dem Josef nennt man Josef Tzadik? Welche große Sachen hat er gemacht, wo er bekommt diese Stempel, diese Siegel Tzadik? Er ist Potiphar. Was war dort? Sie wollte mit ihm Geschlechtsverkehr haben, aber er wollte nicht. Warum wollte er nicht? Weil erstens sie war nicht jüdisch und zweitens er war nicht mit ihr verheiratet. Und was noch? Und er war ein Sklave, glaube ich. Nein, weil er war ein Tzadik. Er war ein Tzadik, ja. Aber Tzadik dürfen wir haben. Was? Ja. Aber sie gehört zum Potiphar. Genau, okay, genau deswegen. Ja. Okay, denn Tzadik ist einer, der sein Trieb herrschen kann. Verstanden? Ja. Aber es gibt noch eine Erklärung, warum heißt er Tzadik? Weil er keine Rache für seine Brüder hat. Sehr gut, das gefällt mir sogar mehr von dem Ersten. Es gibt Menschen, die können sich disziplinieren. Ihre Triebe, ihre Gefühle. Schwer, aber... Es gibt noch Leute, die das schaffen. Rache ist schwerer. So. Aber wenn deine eigenen Brüder haben dir weggeworfen und verkauft. Und du bist der König von Ägypten. Kannst nicht nur das. Du denkst, ihr habt gedacht, was Schlechtes zu tun. Aber Gott wollte was Gutes zu tun. Das heißt, er hat gesehen in jedem nicht Gutes, dass es zum Guten wird. Als ich habe gemacht eine Schiur über meine verstorbene Schwager, Yitzchak Rabinowitsch, Zichrono Livracha, hat irgendeine geschrieben, Shlomo, alles was Hashem macht, ist gut. Ich finde das gut gemeint, aber unnötig. Wenn bei ihr etwas passieren soll, sie sagen, das ist gut. Wir glauben nicht, dass solche Sachen sind gut. Was glauben wir? Dass es zum Guten sein wird. Das ist zum Guten sein wird. Wir sagen nicht, dass jemand stirbt, ist gut. Okay, ist ein kleiner Unterschied, um zu sagen, dass die Sache ist. Ein absoluter Tzadik. Es war einer in der Geschichte, der heißt Nachum Ish Gamzu. Ein Mensch in der ganzen jüdischen Geschichte, der war der Einzige, das, was ist passiert, hat gesagt, Gamzu le Teufel. Auch das ist gut. Wir sind so weit von so einer... Josef HaTzadik war ein Muster von Tzadik, der hat gesagt, alles was Hashem tut, wird irgendwann zum Guten erklärt oder gemacht oder getan, aber bis dahin gibt es große Schmerz. Okay, gehen wir weiter. Es gibt ein Buch von Rabbi Nachman, dieses Buch heißt Shemot HaTzadikim, Namen von Tzadikim. Er sagt, jeder Name von Tzadik, den du sagst, der wird dich beschützen. Woher weißt du das? Allgemeinbildung. Sehr gut, also Rabbi Nachman sagt, dass auch wenn du weißt nicht, wie zu beten, aber du sagst, Rabbi Jonathan ben Israel, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Akiva bar Yosef, Rabbi Shlomo ben Yitzchak, Rabbi Moshe ben Maimon, Rabbi Levi Yitzchak ben Sarah Soschke, schon sagst du den Namen von Tzadik, hast du schon gewirkt, dass der Tzadik ist für dich. Ich finde das eine grandiose Idee. Ja, und er hat geschrieben ein Buch, Shemot HaTzadikim. Und manchmal, wenn jemand will wissen, ob jemand ist Tzadik oder nicht, soll er gucken in dem Buch von Rabbi Nachman und soll er sehen, wer kommt rein in diese Kategorie. Ich bin nicht in diesem Buch. Auch nicht in dem nächsten Ausgabe. Haben wir noch mal Witzel, ja? Na, alte Rebbe schon? Alte Rebbe. Klar. Aber bei der nächsten Aufgabe wird sein, vielleicht andere Tzadikim. Zweite Ausgabe. Aber du siehst, dass umzukommen in diesem Buch ist eine besondere Kavod. Es ist, und schon zu sagen, dem Namen von Tzadik hat eine riesige Kraft. Rabbi Menachem Mendel ben Rabbi Yosef. Also zu sagen, nur dem Namen von Tzadik hat schon an sich Power, Kraft ohne Ende. Noch ein letzter Aspekt, vorgeben, dass wir gehen zu der anderen Seite. Was ist? Du kannst schon in dein Zimmer gehen, du musst hier nicht bleiben. Du musst hier nicht bleiben, du kannst in dein Zimmer gehen. Alles okay. Okay. Also,
Steht geschrieben in Sefer HaChinuch 231. Tzadik, seine Wörter machen Früchte in dieser Welt. So wie am früher gesehen, steht geschrieben in Talmud Bavli, in Moed Katan, dass ein Tzadik sagt etwas und Gott hört das. Daher kommt das eine Bitte, dass man sagt, Tzadikim sollen für dich beten. Ein Mensch, seine Möglichkeit, er ist unseren Fürsprecher, der Tzadik, durch seine guten Taten. Wir beten nicht jetzt zu ihm. Wenn wir kommen zum Tzadik, wir sagen nicht, er soll uns helfen. Wir beten ihm, er durch seine Nähkontakt zu Hashem, weil er mehr, wenn einer geht zum Rebbe Levi Yitzchok Schneorson in Kasachstan, zu seinem Käfer, ja? Er geht zu ihm beten, nein, er geht zu diesem Tzadik. Er soll für ihn ein Dolmetscher, ein Fürsprecher, ein verteidigter Advokat, er soll nehmen die Gebete zum Himmel. Verstanden? Okay. Das ist die Sache vom Tzadik. Wir werden das jetzt zusammenfassen und dann gehen wir zu Rasha. Wie viele Teile gibt es in dem Schwur? Zwei Teile. In einem Teil gibt es zwei Teile und im anderen Teil gibt es nur ein Teil. Sehr schön formuliert. Bei dem, lass uns jetzt zwei Teile sehen. Sei Tzadik und kein Rasha. Und auch wenn die ganze Welt sagt, du bist ein Tzadik, trotzdem in deinen Augen, wie wirst du sein? Ein Rasha. Und dann haben wir gesehen, was ist ein Tzadik? Ein Tzadik ist einer, der tut gut und er tut nicht schlecht. Ein Tzadik ist eine Erhobene als dem Volk. Was heißt das? Adam, Mishichmo Vamala, Gavoa Mikol Am. Steht geschrieben über König Shaul, dass er war ein Jahr, wenn er war König. Wie kann sein ein Jahr, wenn er ist König? Ein Jahr Baby kann nicht König sein. Sagt die mündliche Lehre, ein Jahr rein in seine Taten. Also so sauber, so rein, in das ist ein Tzadik. Shaul ist Tzadik. Darum steht geschrieben, Mishichmo gavoa mikolam, vom seine in die Füße, alle Menschen sind gleich. Wenn du guckst, so Soldaten, bei den Füßen siehst du alle Füße gleich, unten. Wo siehst du, ob eine ist größer als die andere? Oben, Kopf, oben. Da siehst du, ob eine ist mehr als die andere. Genauso wie es gibt das in körperlichen Höhe. Ja? Beim körperlichen Höhe, wenn eine ist groß, das heißt noch nicht, dass er ist Tzadik. Vielleicht ist er ein Basketballspieler. Aber bei geistigen Beschreibung, wenn eine ist ein Tzadik, dann sieht man sofort, dass hier handelt sich von einem Mensch, der höher ist als andere Leute. Und es ist interessant, die großen Tzadikim sind so verborgen. Es gibt Menschen, wenn du mit denen zu tun hast, am Anfang hast du gedacht, das ist ein Gold, sitzt du mit ihm halbe Stunde, siehst du, schon Silber. Bist du mit ihm einen Monat, sagst du, schon Kupfer. Später nach einem halben Jahr sagst du, es ist kein Kupfer, das ist Porzellan. Es gibt Menschen... Kunststoff. Es gibt Menschen, je mehr du kommst zu ihrer Nähe, du siehst, wie groß sie sind. Pappmaché. Ja. Das heißt im Prinzip, es gibt nur zwei Leute, die können sagen, ob du bist Tzadik oder nicht. Deine Frau und Gott. Ich kann deine Worte schon. Also nur die Frau und Gott wissen, ob du bist Tzadik oder nicht. Verstanden? Das ist der erste Teil. Welches Buch gibt es, um zu wissen, alle Tzadikim? Wie heißt dieses Buch? Von Sefer HaShemot. Shemot HaTzadikim, von wem? Rabbi Nachman. Von Rabbi Nachman. Warum Josef heißt Tzadik? Welche zwei große Sachen hat er gemacht? Eschet Potiphar und die Rache. Eschet Potiphar und Rache. Welche drei Tzadikim werden erwähnt in Torah? Noach, Mashiach und Gott. Und Gott. Was steht über Gott? Tzadik bechol ma'asav. Tzadik Hashem bechol drachav. Und so weiter. Okay. Welche Kraft hat ein Tzadik? Welche Kraft? Der hat eine Kraft, dass wenn er was sagt, wird Gott diese Sache erfüllen. Genau. Wie Choni am Yagel zum Beispiel. Was hat Choni gemacht? Der hat einen Kreis gemacht und Gott gesagt,
solange es nicht regnet, werde ich aus diesem Kreis nicht rausgehen. Ja, ich kenne einen, der hat einen Kreis so gemacht und blieb bis heute dieser Kreis. Also nicht jeder, der macht mit Gott so einen Deal. Wenn du das nicht machst, gehe ich nicht raus vom Kreis. Zadik schafft das, okay? Also das ist der erste Teil von dem Schwur. Tehi Zadik. Was ist der zweite Teil von dem Schwur, von dem ersten? Ve'al Tehi Rasha. Okay. Was ist Rasha? Komm, lernen wir jetzt, was ist Rasha. Rasha haben wir das erste Mal in die Tora, im zweiten Buch Moshe, wo Moshe Rabbeinu sieht, ein Mensch nutzt nicht seine Wörter, um mit jemand zu streiten, sondern er nutzt schon seine Hände. Und was sagte Moshe? Rasha, lama, take, reacha. Böser. Warum schlägst du deinen Freund? Also das erste Mal, wo es steht in die Tora, den Begriff böse, Rasha, steht bei Leuten vom Sdom, dass sie waren Ra'im und Chata'im, sie waren schlecht und sündig, aber steht nicht geschrieben Rasha. Das erste Mal, wo es steht geschrieben, das Wort Rasha in die Tora, ist bei wem? Bei den Leuten, wo einer dem anderen geschlagen. Auch jeden Pesach sitzen am Tisch vier Kinder, wie heißen die? Echad Chacham. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Shenoda Lissot. Also was ist Echad Rasha? Der Böse. Der Böse. Und dann Böser in diesem Begriff heißt ein Trotziger. Ein Spaßmacher. Der erste Begriff Spotterer. Spotterer. Ein ersten Begriff oder Neigung von einem Rasha, von einem Frevler, von einem Böser, von einem Gegner Gottes, ist einer, der hat für jeden Sache so eine bittere, giftige Witzen. Er macht das so schlau. Gott, Opium für die Bevölkerung. Warum es ist koscher, weil noch ein paar Rabbiners mussten kassieren von diesem Fleisch. Moshe Rabbeinu hat nicht gesagt, trenne Milch und Fleisch. Die Rabbiner haben das gedacht, die hatten keine Fernsehen. Das ist böse Menschen. Böse Menschen sind Leute, die machen Spaß, Späße. Die sind die schlimmsten Gruppe von Freveler, von Bösen. Späße. Was sind Späße? Was machen die? Witzen. Ja. Der Böse. Gib mir bitte einen Tanach. Hast du eine Minute? Warum? Jecheskel, das Buch Jecheskel. Von dort. Ich bring. Der Prophet Jecheskel sagt, was ist ein böser Mensch? Hör mal aber gut zu, okay? Hier. Jetzt weißt du, was ist eine... Lies mal. Lies mal vom 6. Langsam und laut. Auf den Bergen nicht isst und seine Augen nicht erhebt zu den Götzen des Hauses Israel und die Frau seines Nächsten nicht verunreinigt und einer Frau nicht nahe kommt in seiner Absonderung. Weiter. Und niemand übervorteilt, dass ihm für seine Schuld Verpfändete zurückgibt, keinen Raub begeht, sein Brot dem Hungernden gibt und den Nackten mit einem Kleide bedeckt. Ja, klar. Also,
Wenn man sieht Menschen ohne Kleider und man will sie nicht helfen, Rasha. Wenn man sieht Tiere, die leiden und du hast keine Ignorant, Rasha. Deshalb, lass uns eine Formulierung für Rasha. Rasha kommt von dem Wort Razon Azmi. Ein Ra heißt eigene Wille, nur eigene Wille. Das ist genau das Gegenteil von dem Tzadik. Der Tzadik kann herrschen sein Trieb und seine Gefühle. Und ein Rasha ist einer, der wird geführt durch seine Trieb und seine Gefühle. Okay? Genau umgekehrt. Denn ich habe gefunden ein paar, ich würde sagen, 5 Beweise, wenn jemand ist ein Rasha. Eine ist, der leiht Geld und gibt nicht zurück. Der wird genannt Rasha. Warum ist er ein Rasha? Sehr gut, sehr gut. Schönen Pasuk hast du zitiert. Kol HaKavod. Ich bin stolz auf dir. Schkoyach, warum, wenn einer leiht Geld, ist er ein Rasha? Was wird passieren, wenn einer leiht Geld und gibt nicht zurück? Was ist so schwer dran? Damit stoppt er, dass die Leute weiter ausleihen Geld. Sehr gut. Weil derjenige, der hat man ihm nicht zurückgegeben, verliert das Vertrauen an die Menschheit. Schluss. Und das ist das Problem. Das eine hat nicht, was soll man machen? Kann man, ja? Deshalb, wenn einer hat Geld geliehen, muss er es zurückgeben. Und wenn er hat nicht was zu geben, soll er geben jeden Monat 50 Euro, 20 Euro. Soll er zeigen, dass er will. Soll er nicht ignorieren. Diese Ignoranz, diese Weglaufen, diesen Abhauen, Abhauen, das ist Rasha. Rasha ist einer, der weiß nicht, um was es geht. Tzadik ist einer, was soll ich machen? Jeder kann Unfall passieren, bankrott sein. Er wird machen, was er kann. Er wird sparen. Das Komische ist, dass manchmal Leute sind schuldig Geld und ihr Leben leben sie weiter gut. Und das, was sie sind schuldig, die bezahlen nicht. Okay? Also der erste Begriff, was ist Rasha, ist einer, der leiht Geld und bezahlt nicht. Zweitens ist einer, der sagt direkt andere Leute, was er über sie denkt, ins Gesicht. Komplett. Vollprogramm. Sagt jeden Mensch, was er denkt über ihn. Ja? In Ivrit nennt man das Dugri. Direkt. Und Dugri hat einer gesagt, das ist auf Jiddisch, du gehst ratzchen in jeden. Du gehst Menschen töten mit deinen Direkten. Es steht geschrieben in Sprüche, auf Aleph 21, 29, Heez ish Rasha befanav. Ein Rasha, ein Böser, ist einer, der sagt, die anderen Leute, was er über sie denkt. Auf Deutsch sagt man, wer jedem die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Flugzeug. Weil man ihn danach immer, weil dann ihn alle hassen und er wegfliegen muss. Das ist ein sehr schöner Satz, aber ich bin sprachlos, das gibt es in der deutschen Sprache, weil der Baal Shem Tov sagt, wenn jemand seine Stadt verlieren will, soll er jeden in seine Gemeinde sagen, was er über ihm denkt. Du bist auch auf Deutsch. Interessant, wenn einer sagt, jeden die Wahrheit muss ein schnelles Flugzeug. Von wem hast du das gehört? In der U-Bahn gibt es manchmal Zitat des Tages. Merke ich mir sie. Sehr schön. Sehr schöner Satz. Ja. Also, wir haben einen zweiten Begriff. Was ist Rasha? Dritte. Wenn einer verletzt oder grausam ist zu Lebewesen. Zu Lebewesen. Er nimmt eine Fliege und er denkt, er macht Experiment. Er nimmt eine. Was lacht ihr? Als wir klein waren, jeder hat das früher gemacht. Also, wenn man ganz klein ist. Zuerst bin ich stolz, dass du bist so ehrlich und wahr. Aber ein erwachsener Mensch, wenn einer ist ein Kind, er versteht noch nicht, was ist. Genau. Ja, aber sagen wir, einer hat schon gewartet. Heute wirst du nehmen auf Fliegebeine. Niemals. Warum niemals? Weil ich bin ein Zadig. Okay, also, aber habt ihr verstanden? Wenn einer nimmt Stock und schlägt Katzen oder... Wenn einer ist grausam zu Lebewesen, zu Tieren, er gibt sie nicht zu trinken
Und deshalb muss man sehr aufpassen, umzugehen. Deshalb Noach, der hat auch gut aufgepasst auf Tiere. Wie wird er genannt? Zadik. Zadik. Die vierte ist, wenn eine verletzt, demütigt andere Menschen oder nutzt sie aus. Ausnutzen. Ein Mensch ist ein Arbeiter, ist nicht ein Sklave. Und es gibt Menschen, die ganze Zeit andere Leute treten auf Leichen, verkleinern dem anderen, lassen die andere Ängste. Solche Menschen sind Reshaim. Sie sehen nur sich in die Mitte. Verstanden? Also das ist Rasha. Was ist Lenazel, jemand? Ausnutzen. Was heißt ausnutzen? Gib mir ein Beispiel. Was bedeutet jemand ausnutzen? Seine Schwäche zu finden und damit sein Herz zu brechen. Ja. Na, es gibt irgendwo einen Spruch. Der Schwarze hat gemacht seine Arbeit, der Schwarze kann schon gehen. Ich glaube, es kommt von Shakespeare. Das eine hat schwer gearbeitet und in dem Moment, wo man ihn nicht braucht, geh deinen Weg, wir brauchen dich nicht mehr. Also nur zu nutzen bist du gut. Nur wenn wir davon von dir was haben, profitieren, genießen. In dem Moment, wenn du bist nicht mehr, also ich würde sagen ältere Leute, Behinderte, Ausländer, Menschen, die haben kein, ich habe nicht gesagt, aber nur Grausamkeit, nur gegen. Der Mensch ist ein Rasha. Der Mensch ist ein Böser. Wenn einer hat keine irgendeine Platz für Schwachen. Verstehst du? Oder er nutzt aus Menschen. Und der fünfte Begriff für Rasha ist einer, der hetzt Menschen zum Krieg oder zum Widerstand oder zum Machtputsch oder zu Vandalismus, ja? Menschen, die sehen schöne Brücke und sie kaufen Farbe und sie denken, die sind gewohnt Künstler. Und sie spritzen auf die Brücke, schreiben ihren Namen groß. Das ist Rasha. Warum? Weil er macht die Welt kaputt, er sieht nur sein Ego zu leben. Du willst Künstler sein? Geh zur Schule. Lerne, kauf dir einen größten Bristol, mach schöne Graffiti. Wenn du machst das schön, ich bin nicht gegen Graffiti, ich glaube, es ist ein riesiger, schöner Kunst. Es gibt auch in Frankfurt ein paar Plätze, wo man sprühen darf. Kein Problem? Nein, ich war da. Das ist okay? Legitim? Alles, was man macht, im richtigen Ort, im richtigen Platz, sehr, sehr gut. Aber böse zu sein, ist eine schlechte Sache. Ich mache schnell Wiederholung. Wo steht das erste Mal in die Tora das Wort Rasha? Bei einem Mann, der einen anderen geschlagen hat. Sehr gut. Wie definiert man in einem kurzen Satz, was ist eine Rasha? Eine, der geherrscht. Dass er kann nicht auf sein Herz herrschen. Auf seinen. Auf sein? Trieb. Eine, der geherrscht durch seine Gefühle und durch seine Triebe. Verstanden? Ja. Also was ist ein Rasha? Eine, der sieht nur seine sich im Mittelpunkt. Deshalb sagt der alte Rebbe, wenn ein Mensch ist in die Neshama, bekommt ein Doppelschwur. Sei ein Tzadik, versuch zu herrschen, du hast genug Kraft in dir, zu herrschen komplett deine Triebe und deine Gefühle. Und sei nicht Rasha, sei nicht eine, wo dein Pferd, wo dein Ochs lässt dir weglaufen. Weißt du, es gibt eine Kunst in dieser Welt. Diese Kunst heißt Pferden Hindernisse springen. Mhm. Also Menschen haben so. Man geht mit dem Pferd. Wie heißt das? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was gemeint ist. Man hat so Pferden. Ja. Und der Mensch lernt Parcours zu reiten. Wie? Parcours reiten, glaube ich. Parcours reiten.
Es gibt aber noch einen Begriff dazu, glaube ich. Okay. Es gibt ja Wettbewerb. Ja. Okay, was ist dran so gut? Sein Kunst, seine große Sache. Der Mensch hat Beziehung mit diesem Pferd. Er trainiert ihn so gut, dass die beiden, er herrscht das Pferd komplett. Der Pferd hat keine eigene Wille, ihm zu herrschen. Wenn die Pferd hat eigene Wille, dann der sitzt oben, ist er kaputt. Verstanden? Das heißt, wir haben auch in uns ein Pferd. Unsere Trieb, unsere Gefühle, unsere animale Triebe. Aber wir werden später sehen, dass der alte Rebbe will nicht, dass wir diesen Pferd töten. Er will nicht, dass wir ihm schlafen lassen, narkosieren, Narkose machen. Er will nicht, dass wir diesen Pferd ärgern, anreizen. Er will, dass wir ihm als Bereicherung uns weiter ins Ziel zu kommen. Und das bringt uns an dem zweiten Teil von dem Schwur, dass auch wenn die ganze Welt sagt dir, dass du bist ein Zadik, du sollst denen glauben oder nicht? Nicht glauben. Nicht glauben. Und was sollst du denken in deinem Herzen? Du bist ein Rascha. Ich bin ein Rascha. Warum soll ich denken, dass ich bin ein Rascha? Was ist so dran? Wir lernen doch heute in der Welt, man lernt überall Motivation, selbstbewusst, sich nicht zu erniedrigen, sich selbst nicht zu verschulden, sich selbst nicht zu selbstbewusst die größte Geschenk für Erfolg. Und hier sagt der alte Rebbe, dass es gibt einen Schwur für jeden Mensch. Auch wenn alle sagen, du bist O, sag nein, ich bin O und ich muss O werden. Was ist dieses Spiel oder diese Idee, was steckt sich hier? Es steckt sich irgendeine Motivationsbedarf, etwas zu überwinden, gebraucht zu sein, etwas noch in dieser Welt, Mission zu haben. Weil im Prinzip, wenn einer ist ein Zadik und er hat nichts zu überwinden, dann stirbt er schon. Er hat schon seine Aufgabe in dieser Welt erfüllt. Stellt sich die Frage, was will der alte Rebbe mit dem zweiten Teil von dem Schwur? Soll der Mensch sich denken als böse? Weil in dem Moment, wo ein Mensch denkt über sich nicht gut, welche Gefühle erweckt das bei ihm? Dass er sich verbessern will. Nein, nein. Wenn du denkst, ich bin nicht in Ordnung, welche Gefühle erweckt das bei dir? Kommt drauf an. Traurig oder froh? Traurig, klar. Dankeschön. Also wenn ein Mensch hört, dass er ist nicht in Ordnung, er ist traurig. Ja. Und ein Mensch will, dass man ihm sagt, dass er ist gut, dann ist er froh. Jeden Mensch. Wir reden darüber nicht, dass man ihm nicht sagt, dass er nicht gut ist. Das ist klar. Er selber soll, wenn die ganze Welt sagt, dass du gut bist und du fröhlich bist, sollst du nicht aufhören oder probieren zu steigen, sondern... Aber du gehst schon ein paar Schritte weiter. Ich will noch die Frage offen lassen. Ich will die Frage offen lassen, wieso hat der alte Rebbe so betont diesen Schwur, du sollst in deinen Augen immer nicht in einem guten Zustand sein. Okay? Schkoyach.